Es ist eines der vielleicht wichtigsten, weil durchaus richtungsweisenden Spiele für die Würzburger Kickers. Am Sonntag muss das Team von Cheftrainer Bernd Hollerbach beim Liga-vorletzten FC St. Pauli antreten. Mit einem Sieg bei den Kiezkickern könnten die Kickers 6 Punkte zwischen sich und einen Abstiegsplatz legen. Ja, das ist unser Ziel. So fahren wir dahin. Wir wollen da gewinnen, ganz klar. Ich denke, wir haben jetzt alle Spiele sind brutal wichtig. Das war aber von Anfang an so. Und wie gesagt, wir wollen da gewinnen und dann sieht die Situation für uns schon wieder besser aus. Am Millerntor, einer der deutschen Fußball-Kultstätten, wird es allerdings alles andere als einfach, den so sehr ersehnten ersten Saisonsieg 2017 einzufahren. Zwar stellt Pauli mit nur 26 Toren den drittschlechtesten Angriff der Liga, von den letzten 5 Heimspielen verloren die Hamburger aber nur eines. Ja, sie sind halt die Rückrunde jetzt, eine andere Mannschaft. Ne? Sie haben halt nochmal nachjustiert im Winter. Dann denke ich, dass sie da sich qualitativ sehr, sehr gut verstärkt haben und deswegen ist es ein starker Gegner. Und ja, es wird ein richtig intensives Spiel, da bin ich mir sicher. Für Bernd Hollerbach ist es am Sonntag auch die Rückkehr an eine besondere ehemalige Wirkungsstätte. Bei St. Pauli begann der gebürtige Würzburger einst seine Profikarriere, wurde beim Kiezclub schnell zur Kultfigur. Doch das interessiert Hollerbach jetzt herzlich wenig. Es war eine schöne Zeit damals, aber volle Konzentration jetzt auf das Spiel, weil das sehr wichtig ist. Und nach dem Spiel trifft man bestimmt wieder bei alten Weggefährten, aber vorher ja, ist mein Fokus hier auf Kickers, ja, auf unserem Verein, mit dem wir mit aller Gewalt in der zweiten Liga bleiben wollen. Personell sieht es bei den Würzburgern wieder besser aus als in der englischen Woche, aus der man immerhin 3 Punkte einfahren konnte und gegen Bielefeld, Karlsruhe und Hannover unbesiegt blieb. Rico Benatelli ist nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. Auch Kapitän Sebastian Neumann ist nach seiner Kopfverletzung wieder einsatzbereit. Ja, ich bin froh, dass alle wieder dabei sind. Schröcki ist jetzt auch wieder fit. Der hat jetzt die letzten 3 Tage beschwerdefrei trainiert. Also schön, dass jetzt bis auf Wulle alle Leute wieder zur Verfügung stehen. Jetzt, wenn es um alles geht, das gibt mir ein gutes Gefühl. Zwar haben die Kickers in diesem Jahr auswärts erst 1 Punkt geholt, den aber in der letzten Woche beim 1:1 beim KSC. Zudem zeigten sich die Kickers zuletzt auch spielerisch verbessert, kreierten immer wieder Torchancen. Und wie man die Hamburger schlägt, das wissen die Würzburger aus dem Hinspiel, als Peter Kurzwegs energischer Einsatz 6 Minuten vor dem Spielende zum entscheidenden 1:0 Siegtor führte. Klar war das eine klasse Aktion von Peter und es ist natürlich immer so, dass die Spiele verdammt eng sind und St. Pauli natürlich in der Vorrunde, denke ich, nicht so aufgetreten sind, wie sie sich vorgestellt haben. Ich war letztes Jahr Vierter. Ja, und das ist aber jetzt mit dem Rückspiel nicht mehr zu vergleichen, weil ich es ja eben schon gesagt habe, dass sie sich im Winter richtig gut verstärkt haben. Und ja, es wird ein intensives Spiel, wo es um viel geht. Und ja, es ist alles eng. Es sind jetzt aus 3, 4 Mannschaften sind jetzt 7 geworden, die bis zum Schluss kämpfen müssen. Und ja, wir werden alles dafür tun. Und wenn die Kickers am Ostersonntag den Hamburgern wieder ein Ei ins Nest legen können, dann wäre dies sicher ein vorentscheidender Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.